Das hier wäre eigentlich mal interessant. Frack. In einem Frack gibt es so viele Kisten, aber da gibt es wahrscheinlich Haie drin, oder? Da habe ich doch keinen Bock drauf. Jetzt haben wir hier Stufe 40. Oh. Oh. Da müssen wir hin. Was? Achso, das ist unser Schiff. Ich habe nichts gesagt. Ist ja unser Schiff. Nämlich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die Westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Hm? Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Ja, ja. Kannst du mal gucken, ob es das Housing-System jetzt gibt. So, Sie können nun die Tauchglocke verwenden. Die Tauchglocke erlaubt Ihnen, bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden. Zum Beispiel Schiffswracks und, was? Cenotes? Keine Ahnung, sag mir nichts. Gerne mal in den Chat reinschreiben, was Cenotes sind oder so. Segeln Sie dorthin und halten Sie einfach S. Halten Sie einfach S. Wenn Sie aufgefordert... Oh Gott, Mann. Müssen wir das jetzt unbedingt machen? Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen das machen, ne? Wir müssen das machen. XWXWKAA. Hi, wie geht's dir? Hello. Ich hab keinen Bock drauf. Ich hab absolut gar keinen Bock drauf hier. Ich bin gespannt. Lothraco, es ist soweit. Der schlimmste Moment im ganzen Spiel. So, den haben wir eingesammelt. Oh Mann, Alter. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie ich mir es dachte. Wir warten mal ab. Ah! So, ja okay. Ach du Scheiße, hängt doch noch draußen dran. Ich denke, das ist eine Taucherglocke, wo man... Oh Gott. Du schaffst das schon. Ja geil, hier sind wir glaube ich safe drin, ne? Was ist los? Luma von Zyrix? Alter, schwarz. So Leute, wie geht denn das? Medizin finden. Hier können wir uns erstmal umgucken, sagst du, ja? Q drücken, um eine Waffe auszuwählen. Irgendwas anderes, um irgendwas anderes zu tun. Oh mein Gott, ey. Desmond Miles! Yes, you're right. Nee, Quatsch. We don't play Desmond's here, Miles. No. Bist du Deutsch oder bist du hier Englisch? Oh, da war was. Oh, Fische. Ah, oh, normale Fische. Ach du Scheiße. Alter, da gibt's ja Rochen. Um einen Armzug auszuführen. Was? Was ist denn ein Armzug? Drück mal Leertaste. Keine Ahnung. Wir müssen nach da oder was? Ach du Scheiße. Ach so, okay. Okay. Ach du Scheiße. Armzug nach oben? Nee, das steht Atemzug. Das ist, wenn der so ganz schnell nach oben latzt. Oh Mann, die Fliege geht mir auf den Sack, Mann. Die geht mir richtig ultra mit Hass auf den Sack, Alter.
Oh Mann. Also ich sag mal so, es ist ultra cool gemacht und ich habe gerade Spaß irgendwie dran. So ist es nicht. Lass dir Zeit, mein Freund. Lass dir einfach mal... Ist das eine Höhle? Ach, das ist zusammengebrochen, oder? Okay. Wo sind wir hier? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Einen Weg nach draußen finde. Okay, gut. So, na dann. Oh, hier ist so ein... Ich weiß nicht, um was geht's denn hier? Scheißfliege! Was denn für eine Glocke? Oh, na leck mich doch am Arsch. Warum bauen denn die so eine Scheiße ein? Was? Was ist da passiert? Oh nein, oh. Das funktioniert so nicht, das Spiel. Moment, Leute. Ich weiß, Lord Draco, ich weiß. Oh Gott, da geht's gar nicht lang. Ich weiß. Oh Gott, ich kann da nicht. Da ist ein Hai. Na, komm, lieber ertrinken, als da rauszuschwimmen, oder? Da hab ich keinen Bock drauf, Alter. Komm, wir trinken jetzt nochmal in aller Ruhe und dann beim nächsten Versuch machen wir das, okay? Kann man hier schießen oder irgendwas? Kann ich die von hier hinten erschießen? Nee, ne? Ich ertrinke jetzt erstmal in aller Ruhe. Ich schaff das, Lord Draco, ich schaff das. Gib mir Zeit. Lass mich an die Situation gewöhnen. Ist ja nur in dem Spiel. Schnucki, hast du Bock auf eine Runde Assassin's Creed? Nee? Na, warte mal. Ich brauch da Zeit, Leute. Jetzt schaffen wir es eh nicht mehr. Jetzt kann er erstmal trinken. Jetzt kann man erstmal trinken. Er braucht so lange, um da unter Wasser zu sterben, das ist unglaublich, ne? Es ist so unglaublich. Warum sind denn da eigentlich da... Oh Gott. Siehst du? Richtig, du machst das. Warum braucht denn der Mensch so lange zum Sterben? Okay, Leute, jetzt aber. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Aber warte mal, wo ist die denn jetzt? Ich achte einfach gar nicht auf irgendwas da hinten oder was. Was ich nicht sehe, gibt's quasi... Ach, Gott sind es viele.
Easy, also das ist ja lame, Alter. Das ist ja lame, Mann. So eine krank einfache Missy, Mann. Nur eine Kiste. Angst vor Wasser. Leider ist das Elixier darin schon. Kotze, Alter. Verdammte Pest. Cholera. Komm, ich kann nur noch mal runter, wenn du wollt. Ist gar kein Problem. Ist easy. Sind bloß ein paar Heilungen. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Der ist auch schon ein bisschen schwabbelig, ja. Boah, diese Pissfliege, Mann. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar, du bist das. Solltest du einen leisen Weg kennen, um die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ah, da machen sie schön das Boot sauber. Kümmere ich mich darum. Ja, Leute, also ganz ehrlich, ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Hier unter Wasser ist ja voll easy, Mann. Ist ja voll. Diese Pissfliege, die. So, war easy. So, na dann, let's go. Ich glaube, wir müssen es nicht nochmal machen, unter Wasser zu gehen. Das ist nur, um Schätze zu finden. Und das wollen wir ja nicht machen. So. Da haben wir gar keinen Bock drauf. So, wo müssen wir denn hin? Scrollen wir ganz kurz hoch hier. Sexy, hexy, hoch. Alter, ja, nicey, scheißy. Dahin oder dahin? Können wir machen, dahin. Steuerung für Schnellreise, alles klärchen, Probärchen. Kennt sich jemand mit dem Teil aus? Ich glaube nur Draco, ne? Wie weit sind wir denn mit der Story ungefähr? Weißt du das? Kannst du das in etwa abschätzen? Ram dam da da ram da 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 ram da da la da ba. So, also ganz ehrlich, ich hante diese Fliege gleich, ne? Die hat gleich keinen Spaß mehr am Leben. Die hat gleich absolut keinen Spaß mehr. Geh mir richtig auf den Piss. Wie kann man denn zu so einer gefährdeten Art zählen und dann jemanden so auf den Sack gehen, der noch als Jäger deklariert wird, ne, für seine Art? Mann! Das ist doch nicht intelligent, Fliege! Ja, hätte ja sein können, warte mal, wenn ich Escape drücke, steht doch bestimmt... Lol, wenn wir den Speicherstand laden wollen, steht da, wie viel Prozent wir durchgespielt haben, ne? Aber wenn wir hier so sind... Aber hier einfach. Ah ja. 28%. Ach du Scheiße. Das ist ja noch gar nichts. Das ist ja mal tatsächlich erschreckenderweise noch absolut gar nichts. Wollen wir uns das Schiff davon holen? Oh, warte mal, das ist ein größeres. Stufe 17 Brick. Ich dreh mal kurz ein, Leute. Moment. Ich dreh mal ganz kurz ein. Ach du Scheiße, ich glaube, ich bin da reingefahren, oder? Das war's für die. So. Warum steht da das Teufelswrack? Na, ihr könnt mich mal bumsen, Alter. Muss ich jetzt da doch schon wieder runter? Warum steht da Mission das Teufelswrack? Bitte nicht, Mann. Kirox hat gesagt, nur eine Mission. Kirox sagte eine Mission. Gib den Befehl, Sir! Feuer! Schiff verfolgt uns, Sir! Ring Royal Navy! Die sind bereit, Sir!
Da sind sie am empfindlichsten. Gebt den Wind ab. Vorbei. Oh! Wir haben aufgesetzt, Leute, wir haben aufgesetzt. Feuer! Alle Segel setzen und starken fressen. Feuer! Wie könntest du verhindern, dass sie uns Feuer! Feuer! Also, die machen gar nichts, ne? Die sind komplett überfordert hier mit dieser Steinsituation. Ich meine, wir auch ein bisschen, aber. Wir auch ein bisschen, aber ganz ehrlich, da rammen wir halt da rein. Ist mir der Wayne. Warten auf dein Zeichen. Ein paar Treffer. Die wissen nicht, was sie machen sollen, Alter. Schlag eingesteckt, Captain. Feuer! Sie präsentieren sich uns. Und wir haben sie! Sehr geil, Mann. Reparieren müssen wir ja nicht, ne? Den einen Balken füllt er immer selber auf, glaube ich. Ich glaube, das ist so. Und Enter. Perfekt rangefahren, ey, perfekt. Dadadam dam, dadadam dam, dadadam dadam, dadadam dam, dadadam, dadadam. Wir schießen sie einfach, das ist doch gar kein Problem. Ja, die Gegner, ja, sie fallen. Ja, das ist gar kein Problem. Willkommen zurück, Dido, du bist wieder hier. Ich hab gesehen, du spieltest. Und das auch ohne Bier. So, warte mal, reparieren? Das ist ja alles Wayne eigentlich. Komm, lass uns reparieren, scheiß drauf. So. Ja, nee, Dido, ich hab gerade gesehen, tatsächlich, dass du Among Us gespielt hast, ne? Hast du schon mal geübt? Wir werden sie ran! Spacko, Alter, was stimmt mit dir nicht? Als würde Dito auf dem Schiff hängen, weißt du? Und schön singen. Ah. Göttergleiche Stimme. Ah. Traumhaft. Leute, ist das schön oder ist das schön? Es ist einfach nur schön.